Das Gautinger Internettreffen 2017 widmete sich der zunehmenden Digitalisierung der Welt und den daraus resultierenden Fragen an die Jugendarbeit und die Medienpädagogik. Den Einstieg machte Yvonne Hofstetter. Kernthema meines Vortrags war der Einfluss der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Denn Digitalisierung hat nur bedingt was mit Technik zu tun. Digitalisierung ist vor allem eine menschliche Kulturleistung, ja, eine technische Kulturleistung, die uns wieder ein Stückchen weiter wegbringt von der Natur und deswegen auch stark die Gesellschaft beeinflusst. Das heißt also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir daten, wie wir arbeiten, wie wir leben. Und die Frage ist eben, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, was kommt da auf uns zu? Wie sicher ist noch das Herrschaftssystem, das Gesellschaftssystem, in dem wir leben? Wie sicher sind die Grundrechte, die Freiheitsrechte? Weil mit der Digitalisierung eben doch Ideologien einhergehen. Begleitmusiken, die beispielsweise unterstellen, dass der Mensch eine Sache ist, ein Algorithmus, die ultimative Maschine. Und das ist eben doch etwas ganz anderes als unser europäisches Verständnis von Person, die eine Persönlichkeit hat und ein Individuum ist mit Bewusstsein, Selbstbewusstsein. Ich habe heute ein paar aktuelle Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung vorgestellt. Ich habe ganz kurz über das Internet der Dinge erzählt, genauso über Big Data. Habe meine Schlussfolgerungen gezogen, was es wohl für die Generation, die aktuell aufwächst, bedeutet, mit diesen Techniken aufzuwachsen. Und am Schluss ein paar Tipps gegeben, wie man wohl mit der zukünftigen Generation umgehen könnte. Ich finde es immer wichtig, Technik auch ein bisschen optimistisch zu sehen. Ich denke, die Welt wird durch die Technik doch auch eine Spur besser. Und ich habe ein großes Vertrauen, dass in unserer Demokratie wir mit Technik vorankommen. Dem der Herr Hof jetzt gesprochen hat und heute Morgen der Frau Hofstetter, ist interessant, also nicht nur, dass die Namen zusammenpacken, aber wie sich die beiden Szenen, nämlich die Netzaktivisten und die Informatiker, beäugen, ohne wirklich miteinander in Kontakt zu kommen. Und es wäre wirklich eine Herausforderung, diese beiden Gruppen mal mehr an einen Tisch zu kriegen. Neben den Vorträgen nahmen die Teilnehmenden an interessanten Praxisimpulsen und Diskussionen teil. Die Nemetschek-Stiftung stellte ihre Ausstellung zu Geheimnissen vor und lieferte Anregungen, um sich mit Geheimhaltung im Zeitalter der Transparenz auseinanderzusetzen. Der Verein Digital Courage e.V. erläuterte, wie man ein Krypto-Café veranstaltet, in dem digitale Selbstverteidigung praktisch vermittelt wird. Die Medienfachberatung Oberbayern und Schwaben lud zum Mitspielen ein. Hier konnten wir das neue Stationsspiel Big Up for Big Data testen. Michael Lange präsentierte in seinem Impuls Lass Blumen sprechen einige Ideen, wie sich das Internet der Dinge in der Bildung einsetzen lässt. Mir war am wichtigsten rüberzubringen, dass wir in einer äußerst spannenden Zeit leben, in der sich über die technologische, über die digitale Revolution viele Dinge extrem schnell und auch sehr umfassend verändern. Und dass unsere Zeit auszeichnet, dass wir nicht wirklich vorhersagen können, wie sich die Welt in den nächsten 10 Jahren verändert, aber wir wissen, es wird sehr, sehr stark sein. Es werden viele Berufe aussterben wahrscheinlich, Berufskraftfahrer zum Beispiel werden durch autonome Autos ersetzt. Es werden auch andere Berufe neu entstehen. Drohnenflottenmanager zum Beispiel ist ein so ein neuer Beruf. Es gibt gerade sehr viel Nachfrage nach 3D-Designern für 3D-Druck. 3D-Druck ist eine Technologie, auf die ich sehr gespannt bin, was die noch alles bringt. Es gibt inzwischen gedruckte Autos, gedruckte Häuser. Es werden gedruckte Organe möglich sein. Hautzellen und Blutadern kann man heute schon drucken. Damit kann man viele, viele Probleme für Menschen überall auf der Welt lösen und eigentlich unsere Gesellschaft auf eine ganz neue Stufe heben. Es ging darum, um die Herausforderungen für medienpädagogische Arbeit angesichts von Big Data. Und die Kernaussage ist, dass wir durchaus an dem Begriff von Medienkompetenz festhalten können, wenn wir ihn nicht so verstehen, dass es nur um den richtigen Umgang mit Medien geht, sondern darüber hinaus auch, wie Medien in gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet sind, das zu reflektieren und Jugendliche dabei zu unterstützen, was ihre Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Ideen davon sind, wie wir mit Medien leben sollen. Was ich gerne mitgeben möchte, ist Lust zu haben, über eine eigene, vielleicht auch erlebte Ohnmachtshaltung hinauszugehen und zu überlegen, was bedeutet das für meine Arbeit, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich Jugendlichen Perspektiven eröffnen.
Im elektronischen Kinderzimmer von Michaela Weiß-Jansen, Gisela Witt und Jörg Kratsch konnten vernetzte und smarte Spielsachen ausprobiert werden. Im Workshop von Anna Blumenkranz bastelten die Teilnehmenden mit Wearable Technology und erweckten selbstgenähte Figuren zum Leben. Das Studio im Netz präsentierte spielerische Methoden zur Beschäftigung mit Datensicherheit, beispielsweise ein Datenanalysespiel mit NFC-Chips. Auch das JFC Medienzentrum Köln stellte neue Methoden und Materialien vor, um Big Data Analytics in der Medienbildung zu thematisieren. Guten Morgen, Alex. Es ist Zeit aufzuschließen. Die Agentur Mediale Prade präsentierte ihr Alternate Reality Game Data Run, das eine spielerische Auseinandersetzung mit Überwachung anbietet. Im Vortrag von Klaus-Dieter Altmeppen ging es um die Freiheit von Kommunikation und Ethik für Algorithmen. Er erläuterte, dass Algorithmen oft die Funktion übernehmen, Informationen zu filtern und auszuwerten. Das sei nicht per se negativ, jedoch könnten mangelnde Transparenz und ein Ungleichgewicht der Kräfte problematische Folgen haben. Altmeppen forderte beispielsweise einen elektronischen Kontoauszug, um über unsere gespeicherten Daten stets informiert zu sein. Jürgen Pfeffer beschäftigte sich mit Fake News und Social Bots. Diese würden Wahlen nicht entscheidend beeinflussen, aber sie könnten zur Radikalisierung beitragen. Er wies darauf hin, dass die Wahrheit für die Kommunikation nicht so relevant sei wie das Vertrauen zu Medien und Autoritäten. Er plädierte dafür, dass der Druck auf Konzerne wie Facebook und Co. erhöht werden müsse, um mehr Transparenz zu erwirken. Des Weiteren fand die Abschlusspräsentation der Medienprojekte München statt, die im Rahmen des Förderprogramms von Stadtjugendamt und Netzwerk Interaktiv unterstützt wurden. Das Münchner Schülerbüro regte Jugendliche beim Projekt Hack Your School an, Ideen für die Wunschschule der Zukunft zu entwickeln. Greta Lue arbeitete mit Jugendlichen alternative Ideen zur Kommunikation über Selfies und Emojis. Mediale Pfade stellte die Ergebnisse des Projekts Data Defense vor. Das Café Netzwerk präsentierte die Ergebnisse des YouTube-Projekts Cube Munich. Studierende der Hochschule München drehten mit Kindern der Grundschule Mansowstraße einen Kurzfilm zur Datensicherheit. Die Bloggerschule präsentierte ihr Konzept für Blog-Workshops mit jungen Flüchtlingen. Der LoRa-Förderverein stellte in einem Schulworkshop die Frage: Wer bin ich im Web? Das Unfugtheater hatte einen Workshop zum Thema Wahrsagen für jedermann, Google sei Dank, realisiert. Damit gingen zwei vielseitige Veranstaltungstage zu Ende.